Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Im heutigen Video geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Los geht's. So Leute, wie im Intro schon gesagt, heute geht es wieder um meine 10 Favorite Pieces der Woche. Beziehungsweise ich habe leider nur 9 gefunden, aber die Sachen sind sehr, sehr nice. Es sind auch nicht übertrieben teure Sachen dabei, aber ich finde, es sind sehr, sehr coole Sachen diese Woche bei rumgekommen. Keine Schuhe, ich habe diese Woche keine Schuhe gefunden. Ich denke, das ist aber nicht schlimm. Ich habe coole Sachen gefunden jetzt für den Frühling etc. Sind sehr, sehr coole Sachen in den Stores reingekommen. Ich will auch gar nicht weiter um den heißen Brei reden, deswegen schauen wir uns das Ganze einfach mal an. Los geht's. So Leute, fangen wir an mit dem Piece Nummer 1. Piece Nummer 1 bin ich auf die Seite gekommen, Abercrombie & Fitch, weil ich gelesen habe, dass sie eine ähnliche Kollektion haben wie Aimé Leon d'Or. Fand ich sehr, sehr interessant und da ist mir diese College-Jacke aufgefallen, diese Varsity Jacket in einem grün-beigen Colorway. Gefällt mir sehr gut, schön clean, schöner Grünton, muss ich sagen, so leicht dunkel. Mit so cremefarbenen, also altweißen Ärmeln in Kunstleder. Sieht auf jeden Fall sehr gut aus. Kein Branding drauf, gefällt mir gut. Könnte man was draus machen. Man könnte sich die Jacke auch bestellen, so ein bisschen selber verfeinern, wie ich das im Video schon mal gezeigt habe. Aber ich sag mal, die ist sehr, sehr nice. Die ist in allen wichtigen Größen noch da, außer XXL. Und sie ist reduziert. Das ist natürlich auch wirklich vom Vorteil. Scheint von innen so ganz leicht gefüttert zu sein. So ein bisschen dicker, also ideal jetzt für den Frühling. Jetzt, wenn er jetzt hoffentlich bald anfängt und die Welt nicht weiter von den ganzen Unwetter heimgesucht wird. Auf jeden Fall eine sehr coole Jacke als Piece Nummer 1. So, machen wir weiter mit Piece Nummer 2. Und Piece Nummer 2 ist etwas, wo ich mich selber noch nicht wirklich drin sehe, was ich aber bei vielen Leuten sehe, inspirationstechnisch und mir gut gefällt. Und zwar sind das Polunder. Ich bin ein riesiger Fan von V-Neck-Pullovern, aber Polunder, ich weiß nicht genau, trotzdem fand ich den, der jetzt bei H&M reingekommen ist, sehr, sehr nice, in diesem beigen Colorway. Es gibt den auch noch in dunkelgrau, auch nicht schlecht. Ich bin mehr so der Fan von schwarz und beige. Ich habe selber so einen V-Neck-Pullover in beige. Aber ein Polunder, ich weiß nicht, vielleicht gucke ich mir das mal an, aber aktuell sehe ich mich da selber noch nicht drin. Aber jeder, der so einen Stil feiert und sowas sucht, es gibt den gerade für 25 Euro bei H&M. Ist eine dicke Empfehlung. Wie gesagt, gefällt mir sehr gut. Ja, auch noch alles größentechnisch am Start. So, machen wir weiter mit Piece Nummer 3. Und Piece Nummer 3 sind Plissé-Hosen. Wer das nicht kennt, ich habe mal ein Video darüber gemacht, ich verlinke das mal oben in der Infobox, über die Issey Miyake en Plissé Hose, die ich mir mal gekauft hatte und wir uns die mal zusammen angeschaut haben, Video, und die Plissé Hosen, muss ich sagen, sind sehr, sehr nice Hosen, man kann die extrem cool stylen, hat aber mehr so einen richtigen streetigeren Touch, aber ich sag mal, stylingtechnisch sind da keine Grenzen gesetzt. Wer das Ganze auch ein bisschen, ich sag mal, formeller stylen möchte, mit Boots etc., ist da wirklich frei auf, kann das gerne machen, wie er will. Und es gibt die jetzt in 4 Colorways bei Zara für 40 Euro, finde ich sehr nice. Natürlich darf man auch da nicht zu krasses Plissé-Material etc. erwarten, aber ich muss sagen, für mich persönlich, und ich habe in den letzten Jahren wirklich viele enttäuschende Dinge bei Zara gesehen, haben die in der letzten Zeit einen sehr guten Schritt nach vorne gemacht, die haben die Qualität noch wieder ein bisschen angehoben, dass das Ganze auf jeden Fall vertretbar ist, dass die Sachen auf jeden Fall tragbar sind und man nicht direkt im ersten Moment dicke Enttäuschung hat, sobald man die Sachen in der Hand hat. Trotzdem, guckt euch die Sachen an, ob die euch gefallen, ob die euch sitzen etc. Aber ich finde sie sehr nice und es gibt die in beige, weiß, schwarz und in so einem dunkelblau. Dazu passend auch immer so ein Blazer. Wie gesagt, das ist schon ein bisschen schon street-technisch gestylt, aber auch leicht in die schickere Richtung. Kommt ganz cool, muss ich sagen, sieht nicht schlecht aus, aber mir gefällt die beige. Ich bin sowieso gerade auf der Suche nach einer guten beigen Hose. Auf jeden Fall noch am besten gefällt sie mir und ja, vielleicht gucke ich die mir mal an. So, dann kann ich jetzt sagen, und die Hose habe ich mir bestellt, und zwar in diesem grünen Colorway. Ist das eine Jogginghose von Zara. Ich guck mal, ob man das irgendwo sieht. Ein bisschen näher. Ja, hier sieht man das. Also es ist wirklich ein sehr, sehr geiler Stoff, muss ich sagen. Also für 30 Euro, wenn ihr eine wirklich übertrieben angenehme Jogginghose haben wollt, guckt ihr euch auf jeden Fall an. Das ist wirklich eine dicke Empfehlung. Ich wäre schwer überrascht, wie geil diese Hose ist. Hat mir wirklich sehr gut gefallen. Es gibt ihn fast allen Colorways, die man sich vorstellen kann. Leider kein Grau meliert dabei, aber Braun ist dabei, Grün, auch so Neonfarben, Cremeweiß und natürlich Schwarz. Hat mir auf jeden Fall sehr gut gefallen und da kann ich wirklich eine dicke Empfehlung aussprechen. Allerdings, und jetzt kommt das kleine Aber,
guckt wirklich auf die Passform. Die Passform ist wie hier auf dem Bild. Also sie wirkt nicht oversized, sie wirkt nicht stacked, nichts. Da würde ich euch einfach empfehlen, eine Größe größer zu gehen als eure normale Größe. Ich habe bei mir jetzt die Größe M gewählt. Die sitzt genauso, wie ihr die jetzt hier auf dem Bild seht. Bei mir, ich mache die Tage, diese Woche auf jeden Fall noch so ein Unboxing-Video, weil ich habe mehrere Sachen bestellt. Das kommt auf jeden Fall safe diese Woche noch online. Und da zeige ich euch die Hose ganz genau. Und ich kann euch sagen, sehr, sehr, sehr nice. Die Hose allerdings kommt drauf an, wie ihr tragen wollt, achtet nur darauf, dann gegebenenfalls eine Größe größer zu nehmen. So, dann kommen wir zu einer Jacke, so einer Hemdjacke, die, ja, es gibt ja mittlerweile in den Shops eigene Kategorien. Wenn ihr hier zum Beispiel geht, dann sind wirklich eigene Kategorien am Start. Hier bei Arket, nicht wundern, ich habe den Browser so ein bisschen reingekroppt, damit ihr nicht alle Links direkt oben vorweg seht. Gibt es eine coole Jacke und ich bin gerade extrem auf diesem Beige-Trip. In Sachen Frühling, draußen geht wahrscheinlich gerade mal wieder irgendwo die Post ab. Und die Jacke hat mir auf jeden Fall gut gefallen, weil die Taschenverhältnis, es sieht einfach stimmig aus, sieht gut aus. Man kann das Ganze ein bisschen lässiger stylen, die sieht ein bisschen gecroppt aus, die hat auf jeden Fall was. Und ich mag die Taschenkombos mit der Farbe etc. Ist einfach eine coole Jacke. Und natürlich, Arket ist eine Untermarke von H&M. In dem Fall aber auch nicht so super günstig wie H&M, aber ich finde es eine coole Jacke. Und wer sowas sucht in dem Colorway, checkt das gerne ab. Arket gibt es auch noch andere Farbkombos. Es gibt auch noch so ein Grün und natürlich auch noch so ein Khaki, so ein helleres Grün. Sehr, sehr nice. Auch hier seht ihr wieder zum Beispiel gestylt mit so einem V-Neck-Ding, wahrscheinlich sogar ein Polunder. Ist auf jeden Fall nice und der Colorway hat mir auf jeden Fall am besten gefallen. So, dann kommt ein Thema, mit dem ich mich in nächster Zeit auf jeden Fall mehr beschäftigen möchte, und zwar ist das Techwear, so ein bisschen Outerwear, und da habe ich jetzt beispielsweise einfach mal die Jacke von The North Face mit reingenommen, die ich hier bei Zalando gefunden habe. Finde ich eine sehr coole Geschichte, kann man cool kombinieren jetzt gerade Richtung Frühling, wenn man das Ganze wieder ein bisschen sportlicher sieht, sich so ein bisschen sportlich anzieht, finde ich, kann man da echt was draus machen. Und die Jacke hat mir echt gut gefallen, man macht da nichts verkehrt bei The North Face. In dem Fall habt ihr so ein, ich sag mal, wasser-regenabweisendes Material. Wirkt alles sehr nice. Es gibt da verschiedene Stilrichtungen, wie das Ganze kombiniert wird. Aber ich sag mal, diese Techwear-Geschichte ist schon länger bekannt. Und ich würde mich da auch mal dran probieren, jetzt Richtung Frühling. Und deswegen habe ich das einfach in meinen 10 Favorite Pieces der Woche mal mit reingenommen. Beziehungsweise 9. Und ja, ist eine coole Jacke. Deswegen checkt die ab, die gibt es bei Zalando. So, und da ich mit dem Thema Techwear auch natürlich nach einer Hose gesucht habe, habe ich eine sehr interessante Hose gefunden. Und zwar von Calvin Klein beim Breuninger Online-Store. Für 39 Euro runtergesetzt, und die gibt es noch in 2-3 Größen. Es gibt die allerdings auch noch in einem Creme-Colorway, in so einem Beige-Colorway, da gibt es die auch noch in 2-3 Größen. Finde ich, ist auf jeden Fall eine coole Hose. Müsst ihr natürlich, wenn die euch gefällt, jetzt schnell sein, aber ich denke, die macht auf jeden Fall was her. Erinnert mich so ein bisschen an diese Oldschool in meiner Jugend, so diese Trainingsanzüge, die, wenn man so ging, man hörte das immer so, also so, wie sagt man, wie so rascheln. Ist auf jeden Fall ganz lustig, aber ich fand sie echt nice. Und Preis hat auch gepasst, deswegen ist die auf jeden Fall hier am Start. So, kommen wir zum vorletzten Piece. Und das vorletzte Piece ist ein Hoodie, und zwar ein Sherpa-Hoodie. Ich versuche das Ganze mal hier zu zeigen. Und ihr seht das hier so ein bisschen. Hier sieht man das sogar noch besser. Es ist wirklich so ein Sherpa-Material. Und ich finde diesen Hoodie genial. Ich mag Stussy-Hoodies sowieso übertrieben gerne. Und den habe ich jetzt hier bei Endclosing gesehen. Ich glaube, den gibt es aber in diversen deutschen Stores auch. Ich habe zum Beispiel gleich noch den Beasten Store. Da gab es den in dem Colorway jetzt nicht. Aber ich finde den Hoodie wirklich genial, muss ich sagen. Wirklich eine perfekte Alternative zu einer Jacke jetzt in Richtung Frühling. Muss man natürlich nicht so stylen, kann man aber. Und ja, Stussy Hoodies sind sehr, sehr nice. Und gerade dieses Sherpa-Ding hat mir wirklich gut gefallen. Deswegen ist mal was Besonderes. Und den gibt es gerade bei Endclosing. Aber wenn euch der Store nicht zusagt, weil ihr sagt, hey, weil hier sind jetzt schon alle Zollgebühren etc. inkludiert. Ich weiß nicht, ob der in den deutschen Stores etwas günstiger ist, der Hoodie. Habe ich mich jetzt leider nicht informiert. Aber wenn euch der gefällt, googelt das Ganze erstmal. Ihr müsst nicht meinen Link benutzen. Ich verdiene darüber kein Geld oder sonstiges. Da könnt ihr den Hoodie gerne mal suchen. Und gegebenenfalls könnt ihr da nochmal 1-2 Euro sparen. So, und dann kommen wir zum letzten Piece, und das habe ich halt im Beasten Store gesehen, und das ist diese, ich sag mal in Anführungsstrichen, Zipper,
Dip-Dye Floral Workwear Jacket von Stussy auch. Ein bisschen Crop geschnitten. Hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Hat mir gut zugesagt optisch. Ist natürlich ein Muster, was sehr, sehr auffällt. Aber ich finde diese Materialien bei diesen Workwear-Sachen immer sehr, sehr nice. Allerdings auch 190 Euro. Aber man zahlt mit Sicherheit auch da den Brandnamen. Wobei ich sagen muss, von der Qualität sind die Sachen von Stussy eigentlich immer gut. Jetzt nicht überragend, aber sind schon gut. Und ich fand die Jacke einfach ganz cool. Natürlich alles ein bisschen mehr streetig. Und natürlich müsst ihr euch darin wohlfühlen. Ich fand die Jacke cool und deswegen habe ich das als letztes Piece noch mit reingenommen. So Leute, ich hoffe, euch hat das Ganze gefallen. Wie gesagt, da sind meine Favorite Pieces der Woche. Sind leider keine 10, sondern nur 9 geworden. Und ich habe mich echt schwer getan, gute Sachen zu finden. Ich habe wirklich mehrere Stunden damit verbracht, Online-Stores durchzusuchen. Und da sind, ich meine, wenn ihr die Stores so durchguckt, zum Beispiel Zalando, es gibt da so viele Sachen, die einfach, keine Ahnung, wo man sich dran satt gesehen hat und immer wieder so das ein oder andere Piece, was so ein bisschen den Zeitgeist trifft und vor allen Dingen auch irgendwie ein bisschen was Neueres ist, zu finden, ist die jede Woche bzw. in den Zeiten, wo ich das mache, nicht immer so einfach. Aber ich bemühe mich und ich hoffe, ihr könnt was mit den Sachen anfangen und ich hoffe natürlich auch, hat das Video gefallen. Wie immer, ihr könnt mich abonnieren und ein Like da lassen, damit würdet ihr mich und den Kanal riesig unterstützen. Die Community wächst ein wenig und ja, das würde mich auf jeden Fall mega freuen. Deswegen, das war's an der Stelle. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Peace, Leute. Ciao.